Hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mal wieder mit einem neuen Hintergrund. Es ist höllisch warm in unserer Wohnung und hier ist der kühlste Raum und der hellste gleich mit dazu. Von daher, und zwar war ich heute shoppen im DM, wie ich gesagt habe. Allerdings war da so viel los, dass ich da nicht wirklich filmen konnte. Also Entschuldigung dafür. Jedenfalls habe ich hier eine Tüte und ich werde euch jetzt zeigen, was ich alles gekauft habe und ich habe mächtig zugeschlagen. Oh Gott. Aber wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Es geht los. Also, ich fasse mal in meine Tüte und nehme einfach was raus. Und zwar habe ich Balu gekauft. Und zwar war das seit gestern, glaube ich, gibt es das in den Filialen. Und ich wollte unbedingt diese Slushy Apple haben. Habe ich noch nie probiert, wollte ich aber unbedingt mal machen. Weiß nicht. Also so riecht es schon richtig fruchtig, also ich werde es jetzt nicht ausprobieren, es gibt genügend Videos, ist immer das gleiche Prinzip, macht blub, hat Schaum und waschen und, na, also müssen wir jetzt nicht genau auspeilen. Jedenfalls wollte ich das unbedingt haben, die Badeschäume, die ich so habe, Cremeschäume, die sind so fast alle und deswegen, jupp. Genau, so, dann gucke ich in meine Tasche und dann machen wir erstmal mit Blue weiter. Und zwar haben wir einmal Sweet Hands Pflegehandschaum und den Daisy Handschaum. Den hier hatte ich schon gehabt, der ist zur Hälfte alle und ich finde es jetzt im Sommer ist das wahnsinnig gut, mal schnell die Hände eincremen durch das viele Schwitzen und alles. Meine Hände trocknen aus und das ist leicht in der Handtasche verstaubar und total praktisch und riecht gut. Also das hier weiß ich, wie es riecht. Weil das habe ich ja jetzt schon die ganze Zeit benutzt. Das hier. Riecht auch gut. Ein bisschen fruchtiger. Nicht ganz so blümchenhaft. Jedenfalls habe ich mir das deswegen gekauft. Dann habe ich mir gekauft eine Cura Box Explorer Zahnbürste mit Zahnpasta. Neongrün. Wollte ich unbedingt mal testen. Soll Geschmack Apfel sein. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil mich das interessiert hat. Ich habe das bei irgendjemandem schon mal gesehen. In Pink hat die es, glaube ich, gekauft. Wassermelone. Ich muss ganz schön sagen, es ist ganz schön teuer. Also billig ist es nicht. Ich werde mal gucken, ob es was taugt, ob es den Wert ist. Kann ich euch aber ja mal erzählen, wenn ich es probiert habe. Genau, dann geht es hier weiter mit etwas, was ich auch mal ausprobieren wollte. Das geht auch mit diesen kurzen Haaren, denke ich mal. Also probieren wir einfach mal aus. Und zwar habe ich die mal das letzte bei Amazon das erste Mal gesehen, diese Erdbeerlockenwickler. Und das wollte ich mal ausprobieren, ob ich damit überhaupt was hinkriege mit den kurzen Haaren oder ob das eher was für längere Haare sind. Ich habe schon mal Testvideos davon gesehen, die waren immer so ein Lala begeistert davon. Aber ich werde es mal ausprobieren und vielleicht probieren wir es auch zusammen aus. Mal gucken. Schauen wir mal. Dann geht's weiter. Ich fasse meine Tüte und habe diesmal Ansatzspray gekauft. Hatte ich ja schon eins von L'Oreal. Jetzt habe ich eins von DM, von der Eigenmarke Rilly gekauft in der Farbe Mittelbraun. Und zwar, mein Ansatz ist jetzt hier schon rausgewachsen und ich habe auch nichts dagegen, dass Ansatz zu sehen ist, aber es leuchtet grau und damit habe ich ein Problem. Deswegen habe ich jetzt mal das in so mittelbraun gekauft. Das andere ist fast alle, deswegen. Dann gucken wir mal hier in die Tüte. Jetzt habe ich was total Witziges gekauft. Vermutlich hat es eher was für meine Tochter oder mal hier auch für Istaka an. Eine Sonnenbrille, die war ja runtergesetzt. Deutschland hat ja kein Fußballspiel mehr, so, ja, Fußball vorbei, aber Brille noch da und Brille günstig und Brille in Herzform, fand ich toll. Habe ich einfach mal so mitgenommen, zum Spaß. Vielleicht machen wir ein schönes Bild oder so. Dann habe ich etwas mitgenommen, auch nur zum Spaß. Und zwar, ich fand die so süß, vielleicht zum Make-up, zum Schminken.
Ja, ich fand die Bummel so niedlich. Das hatten sie auch ein bisschen pinklastiger gehabt, aber da war alles schon verschoben und verwirscht. Einfach nur so. Wie gesagt, vielleicht nimmt es auch meine Tochter und hat damit Spaß. Mal gucken. Dann gehen wir hier weiter und dann kommen wir jetzt, deswegen war ich auch unbedingt im DM. Und zwar New. Ich wollte New austesten. Und da habe ich mir hier das Shampoo und die Spülung geholt. An der Spülung können wir mal riechen. Und sie riecht wirklich sehr rosenhaltig. Ich bin mal gespannt, wie sie halt ist. Ich freue mich darauf richtig dolle. Weil, ja, ich was gesucht habe. Und Rosenduft hat man selten. Also ich kenne kaum Shampoos mit Rosenduft. Deswegen habe ich es gekauft, ich werde es testen und werde euch Bescheid sagen. Auf alle Fälle habe ich mich sehr gefreut, dass ich es gekriegt habe. So, dann gucken wir mal weiter in meine Tüte. Dazu kommen wir gleich. Dann habe ich mir hier auch von Ebeline vom DM noch einen Beauty Blender geholt. Und zwar gleich mit hier so einem Ständer. Fand ich cool. Hat nämlich noch keinen. Mein Beauty Blender tut immer irgendwo dazwischen gestopft sein. Und deswegen habe ich den mal gekauft. Außerdem ist mein Beauty Blender nicht mehr der beste, also mal sich einen neuen anzuschaffen, ist gar nicht so schlecht. Dann habe ich gekauft von Evelyn ebenfalls, und zwar Pinselreiniger. Ich hatte noch keinen, bis jetzt habe ich das immer mit Shampoo gemacht und ja, tue relativ selten meine Pinsel sauber machen. Habe letztens erste sauber gemacht und habe dabei festgestellt, es ist günstiger, wenn man da. Wir das mal mit dem Reiniger ausprobieren. Deswegen habe ich den Reiniger mitgenommen. Außerdem war er relativ günstig, unter 1 €. Deswegen haben wir den mitgenommen. Dann geht's hier weiter. Nee, damit noch nicht. Da kommen wir noch hin. Von Balea, auch von DM. Und zwar Augenbrauenpflege. Langanhaltende Pflege und sofort Styling-Effekt. Serum mit Tönungspigmenten. Also wenn ich das richtig verstanden habe, tut es so nach und nach die Augenbrauen tönen. Deswegen habe ich es mal mitgenommen. Ich habe es irgendwo bei jemandem schon gesehen und der ist auch schon daran, das auszuprobieren. Und ich dachte mir, das wäre was für mich, weil meine Augenbrauen hier vorne sind sie ja da, aber hier hinten sind sie überhaupt nicht da und sehr hell, dass ich immer so nachstreichen muss. Das ist sowieso eine Katastrophe, davon mal abgesehen. Jedenfalls habe ich das deswegen mitgenommen. Gut, dann geht's hier weiter. Dann habe ich mir noch ein Labello geholt und zwar mit intensiver Farbe und langanhaltende Pflege. In so einem rötlich-pinkischen Ton. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist so leicht pinkmäßig. Jedenfalls, Pflege ist immer gut und so wie das aussieht, schimmert der auch ein bisschen. Ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren. Dann habe ich mir ein neues Kompaktpuder von Essence mit dem Fein gekauft, weil mein Puder langsam zur Neige geht. Also es ist noch einiges drin, aber Vorrat ist immer gut. Deswegen. Dann habe ich mir eine Lidschattenpalette gekauft, auch von Essence. Maxinzone Mix and Match Your Look Palette. Die wollte ich auch unbedingt haben, aber bis jetzt kam ich noch nicht dazu, sie zu holen. Und eigentlich bin ich in den DM gefahren, weil ich von der Kiso die Palette haben wollte von Revolution. Nur in dem DM hatten sie sie nicht. Die hatten nicht mal Revolution da. So ein Ärger. Jedenfalls habe ich mir deswegen die mitgenommen und auf die war ich auch ganz gespannt, weil die so cremefarben sind und schön und unterschiedlich und sie schwitzen mächtig. Hitze. Die schwitzen aber mächtig. Gut, wir wollen nicht, dass das Video ewig lang geht. Deswegen weiter hier im Teletext. Und zwar, bevor wir zu den Highlights kommen, habe ich noch zwei Packungen Heftpflaster gekauft. Aber, eigentlich brauche ich kein Heftpflaster, aber wegen den Verpackungen. Mein Mann ist totaler Star Wars-Fan und ich habe die Packungen mitgekauft, weil ich gedacht habe, der freut sich, wenn er dann solche Metallpackungen hat. Also, ich nehme die Pflaster raus und schenke meinem Mann die Pflasterpackungen, da freut er sich. Ich bin bekloppt. Aber ich hatte auch ein Parfüm gekauft, das habe ich ihm schon gekauft. Das steht schon da. Muss ich mal kurz aufstehen. Ihm habe ich noch ein Parfüm gekauft, das hier.
La Rive Cabana heißt das. Das habe ich Ihnen mitgebracht, damit er nicht ganz so furchtbar. Oh, und das riecht. Damit er nicht ganz so explodiert, wenn ich so viel einkaufe. Gut, und jetzt kommen wir zu den Highlights. Ich habe einmal ein Foundation Miss Mermet Pinsel gekauft. Der war runtergesetzt auf 3,95 €. Ist eine Limited Edition von La Haye. Und der ist schön. Pinsel standen auf meiner Liste, deswegen geht es hier gleich mit noch mehr Pinsel weiter. Und zwar, ich konnte nicht dran vorbeigehen. Und eigentlich ist es viel zu teuer. Es ist eigentlich unmöglich. So teure Pinsel habe ich noch nie in meinem Leben gekauft. Aber guck mal, wie schön die sind. Die sind so toll. Die haben 20 Euro gekostet, alle drei. Aber ich wollte sie haben. Sie glitzern so schön im rosa-lila Verlauf. Und hier ist auch noch eine Tasche drin. Hier im Hintergrund sieht man sie. Mit bunten Pailletten. Oh, ich habe mich so in die verliebt. Ich dachte, scheiße. Mist. So, musste mitnehmen. Ich weiß, ich bin ein böser Mensch. Entschuldigung. Und zwar habe ich noch ein Pinselset gefunden. Und zwar Unicorn Make-up Pinselset. Auch von La Haye. So wird es, glaube ich, gesprochen. Die sind so toll. Ich habe die ganze Zeit auf Amazon immer die Pinsel bewundert und gesagt, oh, eigentlich müsstest du haben, eigentlich möchtest du haben und du möchtest haben. Und dann habe ich immer so gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Kannst du nicht auf einen Pinsel kaufen. Aber Pinsel waren sowieso notwendig in meiner Pinselsammlung. Ich hatte nicht so viele. Ganz besonders diese Blenderpinsel. Hier ist jetzt ein Blenderpinsel drin. Und hier ist ein Blenderpinsel drin und im Foundation-Pinsel habe ich keinen. Und ich wollte das mal probieren, wo der Unterschied ist, wenn man die Foundation mit einem Pinsel aufträgt. Oder wenn man die Foundation halt, ich tue sie momentan ja immer mit dem Beauty-Blender auftragen. Deswegen bin ich total begeistert und freue mich schon, das erste Mal mich mit den neuen Pinseln zu schminken. Bin ich sehr gespannt drauf. So, jetzt ist allerdings die Tüte endgültig leer und das reicht auch völlig. Ich bin total eskaliert, also für mich ist das extrem viel, was ich hier gekauft habe. Aber ich komme nicht so häufig in den DM, weil ich in meiner Stadt keinen DM habe. Ich komme maximal ein- bis zweimal im Jahr in einen DM. Und es hat sich einiges angesammelt. Was mich richtig ärgert, ist, dass ich von Kiso die Lidschattenpalette nicht bekommen habe. Weil die hätte mich richtig interessiert und die hätte ich gerne haben wollen. Ob ich dann in nächster Zeit jetzt nochmal in ein DM komme, weiß ich nicht, um die zu kaufen. Ich meine, und bei mir im Rossmann hatten sie sie nicht. Ich hatte ja gehofft, dass ich sie vielleicht bei mir im Rossmann kriegen kann, aber da hatten sie sie nicht. Leider, 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 traurig. Ja, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Ich glaube, das Video ist schon wieder viel zu lang. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und wir können ja mal sehen, ob wir verschiedene Sachen mal ausprobieren oder ich euch mal irgendwann ein Fazit dazu drehe, zum Beispiel was die Zahnpasta betrifft oder wie ich die Shampoos von New finde oder wie das mit dem Augenbrauen-Serum ist, ob das gut ist oder nicht so gut. Was die Schminke betrifft, naja, da kommen wir dann später mal noch dazu. Wie ich schon mal gesagt habe, ich habe eine Menge Lidschattenpaletten und man könnte der zu jeder Lidschattenpalette ja auch ein Make-up schminken mal als Thema, als Video zum Beispiel oder so. Also ich habe da verschiedene Ideen. Als nächstes soll jetzt demnächst die Schminksammlung mal kommen. Da werde ich dann vermutlich denselben Hintergrund haben, weil meine Schminksammlung alle hier ist. Hab da auch jetzt, momentan bin ich auch am Aufräumen und Ausmisten, also trifft sich das ganz gut. Gut, aber jetzt habe ich genug gefaselt. Schluss jetzt, aus, finito, Ruhe jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da. Das würde mich total freuen. Ich kriege immer so ein Grinsen, wenn ich auf mein Handy gucke und sehe, oh, da hat jemand gefällt mir gedrückt. Ich bin wie ein kleines Mädchen. ihr könnt mich auch abonnieren, das ist kostenlos. Dann verpasst ihr keine Videos mehr.
Das mit dem kostenlos habe ich immer nicht so ganz begriffen, warum das alle sagen. Allerdings scheint es ja offenbar der Fall zu sein, dass manche Leute sich das noch nicht so trauen zu abonnieren oder sowas, weil die meisten, die meine Videos angucken, haben mich gar nicht abonniert. Habe ich jetzt so nach und nach festgestellt. Es ist ja auch unterschiedlich. Manche Videos werden häufiger angeklickt, andere nicht so häufig. Aber was ich bei allen Videos immer wieder feststelle, ist, dass es meistens Leute gucken, die mich gar nicht abonniert haben. Deswegen also scheut euch nicht, den Abo-Button zu drücken. Ich würde mich freuen, ihr würdet mich dadurch glücklich machen und ihr verpasst halt auch keine Videos mehr. Wenn ihr die Glocke aktiviert, ne? Ohne vergessen. Okay, ich tue nur noch Schwachsinn erzählen. Ich los jetzt. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder eine schöne gute Nacht, egal wann ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Eure Gloria. Tschüss.